Was geht ab, liebe Kampfsportfreunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal NoTime MMA. Octagon MMA hatte gestern ein Mega-Event in Bratislava. 20.000 Zuschauer, wenn ich mich nicht täusche. Das Ganze wurde auch auf DAZN übertragen, habe im Nachgang auch auf jeden Fall dort eingeschaltet. Jamie Cordero aus Deutschland hat dort gekämpft, hat, glaube ich, gegen den 8 oder 9 Platzierten im Mittelgewicht gekämpft und wollte sich seinen Platz in der Top 10 sichern, um dann weiter vorne anzugreifen. Das Ganze ging aber, ja, nach hinten los. Ja, er hat wirklich hier eine Schlacht geliefert. Man kann den Kampf nicht kleinreden, schlechtreden oder sonst irgendwas. Hatte seinen Gegner auch gedroppt, hat ihn ordentliche Cuts verpasst im Gesicht, aber irgendwann wurde er angeklingelt und ja, ist dann brutal zu Boden gegangen, wo sein Gegner ihn dann gefinisht hat mit Ground and Pound. Per TKO hat sein Gegner ihn angeschlagen und dann letztendlich gefinisht, Freunde. Es war eine brutale Performance von seinem Gegner, aber Jamie Cordero natürlich auch Herz bewiesen und Biss gezeigt. Hier muss man natürlich die deutschen Fighter bei einer ausländischen Organisation supporten. Darüber hinaus, Freunde, hat Jamie Cordero ein Statement gepostet in Bezug auf den Fight, hat alles Revue passieren lassen, denn er hat sich die Hand gebrochen. Und wenn euch das Ganze an dieser Stelle gefällt, lasst hier unbedingt gerne ein Like und ein Abo da und schaut doch bei ESN vorbei. Mit dem Code NOTIME könnt ihr mich supporten. Gucken wir uns jetzt gerne das Statement von Jamie Cordero an. Was geht ab, Leute? Ich wollte mich kurz melden. Alles gut. Ein oder andere Blessur. Aber das Schlimmste ist das Handgebrochen. Ne? Ich habe es in der ersten Runde gemerkt. Einen Haken hat, glaube ich, getroffen. Sofort habe ich gemerkt, scheiße, irgendwas mit meiner Hand nicht in Ordnung. Habe mich sehr stark eingeschränkt. Ich will jetzt keine Ausreden suchen, aber es ist halt so gewesen. Ja, konnte fast nur noch mit rechts arbeiten, Gameplan ging nicht so auf. Aber egal, weiter geht's, Hand ausheilen lassen und dann ja, schauen, wie es weiterläuft. Ne? Vielen Dank für die ganze Unterstützung aus Deutschland, mega. Ich freue mich immer, gute Kommentare zu lesen, nette Kommentare zu lesen. Der ein oder andere Hater wird jetzt auch aus dem Loch kommen, aber das juckt mich nicht und wie gesagt, nochmal vielen Dank für die Unterstützung aus Deutschland. Ich danke euch. Bis darüber hinaus war der Kampf Carlos Vemola gegen Langer. Ja, Langer ist der Typ, der zuletzt Alexander Popek nach 5 Runden per Decision besiegt hat und fast alle deutschen Fighter haben für Langer getippt, außer Michaelides, der jetzt im Game Changer Tipps Sport Turnier im Finale steht. Der hat als einziger gesagt, ja, aus den Kreisen, die wir jetzt gehört haben, Vemola wird das Ding machen und er hat es gemacht, Freunde. Nach 7 Sekunden hat er seinen Gegner gefinisht mit einer brutalen Linken, die aufs Kinn ging. Und ja, Vemola ist kein Knockout-Artist, ist kein großartiger Finisher. Hier hat er alle Zweifler stumm gemacht und möchte als nächstes, soweit ich es richtig verstanden habe, ins Schwergewicht hochgehen. Falls nicht, dann werden wir womöglich vielleicht Stefan Pütz gegen Vemola sehen oder etwas anderes, was im Halbschwergewicht ansteht. Schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Was denkt ihr darüber? Lasst ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal hier bei NoTime MMA.